willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Der Steakpreis ist noch sehr hoch. Das heißt eigentlich, dass ich dann noch gucken sollte, dass ich die verkauft bekomme. 4x19. 4x9. Vier mal neun, 36. 36. Ja, das sind knapp 30.000. Gerade gucken, was der Diesel macht. Klingelingeling. Diesel. Folge hier, servus. Was machst du gerade? Ich bin gerade beim Stefan wegen dem Gras. Hat er jetzt noch welches gehabt? Sein Silo ist voll anscheinend noch. Seine Schafe waren anscheinend leer. Der hat mir aber alles, was ich noch bei mir im Silo habe, abgekauft. Dem Diesel. Okay, gut, tschö. Stefan Müller. Jo. Ich weiß nicht, was mit dem Kerl los ist, ey. Was ist denn der Anhänger? Klingelingeling. Jan Blaubeer. Jo, Volker hier, servus. Hi. Steht zufällig mein Timber Runner auch bei euch? Dein Holzanhänger, ja. Ist da noch Holz drauf? So, wenn ich das richtig gesehen habe, vorhin im Dunkeln, nee. Hä? Warum die denn dann das Holz in den Laden? Okay. Alles klar. Gut, danke, tschö. Jo, ciao. Die haben jetzt nicht alle ernsthaft das ganze Holz hier reingeballert. Hier ist leer. Ah, Brennstoff ist leer. Hoppala. Ich wollte eigentlich Holz unten drin haben. Bei der Holzscheitelproduktion. Oder ging da auch was rein? Ah, da haben sie was reingemacht. Okay, okay. Dann nehme ich das erstmal zurück. Weil. Dann können wir hier produzieren. Und darum geht's ja. Dass ich mit den Holzscheiteln ja auch Geld verdienen will. Kann man gucken. Ah, 400 Euro. Das ist schon einiges an Geld. Aber ist trotzdem ein bisschen ungeschickt, dass die jetzt hier so viel reingepackt haben.
Also dass sie das meiste Holz oben reingepackt haben, das ist halt jetzt ein bisschen ungeschickt. Ich werde es erstmal einlagern. Und bei einem guten Preis dann auch verkaufen. Gar nicht. Gibt es hier für ein Manitou auch eine Poldergabel? Kann man im Katalog nachgucken. Teleskoplader. Poldergabel. Eigentlich kann war das? Jo, Folge war ohne ihr. Servus. Ich bräuchte mal einen Kostenvoranschlag für eine Poldergabel. Für den Teleskoplader. Marlon, komm mal ran. Ich hab hier jemanden am Apparat. Ist denn hier jemand, ey? Da. Ja. Moin, was geht? Volker hier, servus. Ja, moin. Brauche ich einen Kostenvoranschlag für eine Poldergabel Manitou? Poldergabel Manitou. Jo, was da halt vorhanden ist. Brutto. Das ist relativ einfach. 4 glatt. 4 glatt. 4000, ja. Okay. Gut, danke erstmal. Tschö. Tschö. Klingelingeling. Ja. Nee. Klingelingeling. Ja. Hallo, Volker hier. Ja, grüß dich, Volker. Könntest du mir mal einen Kostenvoranschlag machen für eine Poldergabel? Für einen Manitou? Ja, kann ich machen. Altes? Hm? Eilt die Poldergabel das Angebot, oder? Ein Kostenvoranschlag wäre schon schön, wenn ich den flott hätte. Ja, kann ich kurz mal einen Moment. Ich guck mal in mein Tablet rein. Jo. Ja. Hallo, noch jemand da? Ja, Moment, ich sag Ihnen gleich der Preis. Irgendwie möchte er mein Programm heute nicht, keine Ahnung warum. Technik. Ja. Würde 4100 kosten. Inklusiv Steuern. Okay. Danke erstmal. Sehr schön. Tschö. Dann. Klingelingeling.
Hallo, hier ist der Neumann. Jo, servus. Kannst du mir die Poltergabel bestellen? Ja, einmal. In ganz normaler Standardfarbe. Jo. Kannst du mir die auch liefern? Nee, eigentlich nicht, leider. Ja klar, können wir das machen. Ja schon, aber wir haben halt keinen Teleskoplader. Steig mal bitte ein. Ist wichtig. Ja gut, bis dann mal. Tschö. Jo, ciao. Was haben die denn jetzt schon wieder? Sagen ja und gehen, sagen nein. Also. Was ist denn jetzt los? So. Perfekt. Bin ja froh, dass der Boden hier aushält, ne? Wäre so belastend, wenn wir hier nicht hochfahren könnten. So, dann habe ich nämlich davon nochmal welche bei der Palettenproduktion. Dann geht es ja auch mal wieder ein bisschen voran. Leerpaletten können wir dann gleich noch drüben reinmachen. Habe ich denn noch 18.000? Ajo. Ist mehr als genügend. Aber warum geht denn das jetzt wieder nicht hier? Die Palette einzeln rüber kutschieren, ey. Das ist ein bisschen nervig. Aber naja, was willst du machen? Soll ich schon besser?
Ja, oder auch nicht. Volker Varone, hallo. Herr Müller hier. Servus. Ich bringe dir gerade deinen Anhänger mal wieder vorbei. So. Wo soll ich ihn dir denn hinstellen auf dem Hof? Kannst du da mal die Dinge runter machen? Die Seitenverkleidung? Auf deinem Hof oder? Ja. Und dann? Mit was bringst du denn? Mit dem LKW. Also ich habe gerade noch meinen LKW noch davor gespannt. Weil Mist. Ah, stimmt. Mist, ey, voll vergessen. Moment, ich bräuchte aber eventuell noch die Schlüssel irgendwie für die Werkstatt. Moment, guck ich gleich. Ich müsste nämlich eigentlich Steak verkaufen. Bist du schon dort? Ja. Moment, gucken wir mal gerade. Hast du eigentlich schon? Nee, dann komme ich gleich vorbei. Jo. Ja, ich komme gleich vorbei. Bis gleich. Jo. Ciao. Weil dann müssen wir mit dem Manitou hochfahren. So, liebe Leute. Aber das war's auch schon wieder von der heutigen Folge Real Farming LS19 meets Reality. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, oder wie immer, Like, Abo oder Kommentar. Nicht vergessen. Und bis morgen. Tschüss.